Der Bundeswirtschaftsminister hat heute verkündet, dass Uniper verstaatlicht wird. Dieser Schritt, die Verstaatlichung von Uniper, ist längst überfällig. Man hätte viel Verunsicherung im Markt ersparen können, wenn man diese Entscheidung bereits im Juli getroffen hätte, als sie auch angestanden war, aber bewusst damals nicht getroffen worden ist. Dennoch, auch wenn diese Entscheidung notwendig ist, bleiben viele Fragen aktuell offen. Welche Summen, welche Kosten kommen auf den deutschen Staat insgesamt zu? Neben der Kapitalerhöhung, die angekündigt worden ist im Rahmen dieser Verstaatlichung und die zur Verfügung gestellten Kredite, die übernommen werden müssen, ist nach wie vor offen, was passiert mit den weiteren Defiziten, die ja jeden Tag anfallen werden. Auch die müssen zukünftig vom deutschen Staat getragen werden. Darüber hat der Bundesminister bisher keine Auskunft gegeben, wie viel dies sein wird, was zu erwarten ist und wie die zu tragen sind. Die Bundesregierung hat die Verantwortung, darüber Transparenz herzustellen und die Zahlen zu nennen. Zweiter Punkt, die Gasumlage ist dringend zu stoppen. Der Bundesminister hat heute deutlich gemacht, dass die Rechtssicherheit der Gasumlage ungeklärt ist. Trotzdem will er sie einführen. Das ist ein unhaltbarer Vorgang. Aktuell bekommen die Menschen, die Verbraucher, jeden Tag Unterlagen geschickt, bei denen ihnen die Zahlung der Gasumlage mitgeteilt wird. Die Bescheide ergehen momentan an die Verbraucher. Es ist vollkommen respektlos, die Bescheide zu verschicken und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass Rechtsunsicherheit an der Stelle herrscht und offensichtlich Teile der Bundesregierung der Meinung sind, dass die Gasumlage so nicht haltbar ist. Eine Gasumlage für ein Unternehmen, das in staatlicher Hand ist, für ein staatliches Unternehmen, das wäre übrigens auch keine Umlage, sondern schlichtweg eine neue Steuer. Dafür gibt es überhaupt keine Grundlage. Allein deswegen muss diese Gasumlage sofort gestoppt werden. Morgen gibt es im Deutschen Bundestag die Gelegenheit dazu. Die Anträge liegen vor. Die Entscheidung kann morgen so getroffen werden. Der Bundeskanzler hat jetzt auch die Aufgabe, die offensichtliche unsichere Situation, die hier zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Finanzministerium herrscht, zu beenden. Der Bundeskanzler muss diese neue Habeck-Steuer stoppen. Eine Frage, Sie sind gegen die Gasumlage, Jakob Nix von einem vom Bayerischen Rundfunk. Mit welchen Mitteln kann denn dann die Stabilisierung des Gasmarktes gelingen? Na, jetzt sind wir erstmal in der Situation, dass der Bundesminister festgestellt hat, dass die Rechtsunsicherheit herrscht. Und es ist ja ein absoluter neuer Vorgang, wenn man gleichzeitig Rechtsunsicherheit für eine neue Abgabe, in dem Fall hier eher eine neue Steuer, verkündet, sie aber einführen will und die Klärung dieser Rechtsunlage auf mehrere Monate hinaus verschiebt. Das ist nicht erträglich und von daher muss dieser Stopp erfolgen. Die Frage, wie die Finanzierung dieses dann staatlichen Unternehmens stattfindet, ist eindeutig zu beantworten. Der Staat muss für seine Unternehmen aufkommen. Das heißt, die Verantwortung dafür liegt zukünftig auch bei der Bundesregierung, natürlich auch beim Bundesfinanzminister, die notwendige Finanzierung des Unternehmens sicherzustellen, ob dies durch weitere Kredite der KfW stattfindet oder durch zukünftige Kapitalerhöhungen. Das muss die Bundesregierung entsprechend beantworten. Dazu braucht man aber allerdings auch die Gesamtsumme, um die es geht. Das heißt, die weiteren Defizite, die entstehen, müssen jetzt transparent offengelegt werden. Ein Kommentar vielleicht noch zur russischen Teilmobilisierung. Was bedeutet die im Hinblick auf deutsche Waffenlieferungen? Wir erleben ja heute eine neue massive Erweiterung der Eskalationsspirale durch die
Ankündigung der Teilmobilmachung von Putin. Das zeigt eindeutig, dass dieser brutale Angriffskrieg auch in eine neue Stufe eintritt. Das heißt, wir haben mit einem weiteren und längeren Verschärfung, einer weiteren Verschärfung und einer länger anhaltenden Kriegssituation in der Ukraine zu rechnen. Die Ukraine muss in die Lage weiterhin versetzt werden, dass sie ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen kann. Und deswegen sind die Waffenlieferungen nach wie vor notwendig. Auch ein Verstärken der Waffenlieferungen ist notwendig. Nicht nur aus Deutschland heraus, vor allem aus der deutschen Industrie, aber auch die Waffenlieferungen, die unsere Partnerländer in Europa für möglich halten, dürfen durch Deutschland nicht weiter blockiert werden. Es ist ja bekannt, dass es da Möglichkeiten für schwere Waffen aus befreundeten Nationen gibt, die aber durch Deutschland nicht genehmigt sind. Ich glaube, dass spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese Waffenlieferungen ermöglicht werden müssen.